Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Kato, und wir sind jetzt von der ersten Insel runter und an der zweiten mit Cheyenne angekommen. Und wir sollen uns mal die Insel ein bisschen genauer angucken. Schau doch einmal her, das ist auch schon das erste Stückchen Papier. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter. Oh, ein süßes Schaf, welches auch Mäh sagt. Vielleicht gibt es noch ein anderes Stück Papier. Schauen wir doch gerade mal. Das könnte doch aussehen wie ein Weg, oder? Das ist doch fast wie eine Straße aus. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir noch ein Stück. Noch mal im Schaf. Okay. Gucken wir doch mal, was haben wir denn da? So, was? So, und das andere. So, wir haben jetzt die Felder erweitert. Und hier wird jetzt irgendwas ausgesät. Ja, die sieht jetzt auch nicht mal ganz knusper aus. Ja, die macht Musik offenbar, Psst! Nicht so laut! Sie hören zu! Wachset junge Samen, lauscht den Rhythmus der Erde und erwacht aus dem Schlummer des Waldes. Bricht aus eurem irdischen Gefängnis aus und folgt meinem treibenden Takt. Oh, Entschuldigung. Folgt ihm. Okay, irgendwas mit Musik. So, musste mich eben kurz muten und nochmal zu husten. Oh, da liegt ein kleiner Junge. Was ist mit dir? Was? Meine Schafe! Hast du meine Schafe gesehen? Ich bin für einen Moment angeknickt. Da müssen meine Schafe ausgebüxt sein. Sie können nicht genug von diesen Schneeblumen kriegen. Papa sagt, dass sie wie Zuckerwatte schmecken. Das müssen die Schafe gehört haben. Hilfst du mir, sie zusammenzutreiben? Ja klar, machen wir doch mal. Erst habe ich ihn schon gefunden. Nee. Okay, die Frage, wie man jetzt zusammentreibt. Tore, in Ruhe jetzt. Ah, ich warte mal. So. Jetzt, oder? So, wir hatten zwei Schafe hier. Nee, Quatsch, hä? Also mehr weiß ich jetzt auch nicht. Schaf. Wie treiben wir die jetzt zusammen? Wie treiben wir die jetzt zusammen? Ja, dass es überhaupt nicht geht, das ist immer doof. Hä? Guck mal, ich habe jetzt die Felder hier, ja? Also ja, zum Andenken. Komm, sag mir noch mal, gib mir mal einen Tipp hier. Meine kleinen Wollbabys, ignorieren diese flauschigen Vögel dich einfach. Die sind eben ganz spitz auf diese Blumen. Sie folgen dir nur, wenn du etwas dabei hast, das noch besser schmeckt. Was ist diese leckerste Pflanze im ganzen Grasland? Vielleicht weiß das Tante Tuya. Sie ist Rhythmusbäuerin. Susu. War die nicht hier? Okay. Hat Mo schon wieder seine Schafe verloren? Das ist ja typisch. Was ist das für ein Schäfer, der beim Schäfchenzählen gleich einschläft? Und wahrscheinlich hat er sich gebeten, seine Schafe zusammenzutreiben. Nun, wenn du eine Honigfrucht hättest, würde sie dir bestimmt folgen. Verwechsel aber die Honigfrucht nicht mit dem roten Teufel, der auch hier wächst. Wir haben sogar ein Lied darüber. Rote Knollen, süß wie Zucker, nur ein einziger Stiel. Verwechsel nicht mit rotem Teufel, denn er hat zu viel. Okay. Nur.
Guck mal. Die da wären falsch gewesen, wären in der Mitte aber nicht. So. Meh. Ah, guck mal. Jetzt haben wir aber... Ah, wir haben doch noch welche. Ich dachte, wir hätten jetzt keine mehr. So, kommst du auch mit? So, zwei Schäfchen haben wir schon mal. Rattlick, du hast ihn gefunden. Es fehlen noch drei weitere Schafe. Veronica, gesund und munter, das freche kleine Ding. Da fehlen nur noch zwei. Ja gut, wo sind die jetzt? Verstecken die sich hier irgendwo? Ah, guck mal hier. Du hast Silvio gefunden, der alte Raumtreiber. Ich sehe Penelope nirgends. Sie ist bestimmt zu ihrem Versteck in der Mitte der Schneeblumen gegangen. In der Mitte zur Schneeblumen, was? In der Mitte der Schneeblumen jetzt. Bin ich mal gespannt. Hm? Mitte zur Schneeblume, warte mal. Ups, machen wir hier hin. Vielleicht haben wir jetzt... Weil wir sind ja angekommen und hier könnte eine Mitte sein. Ja, blöd. Versteh's gerade nicht. Komm, gib mir nochmal einen Tipp, bitte. Was hinten Penelopes Versteck ist schwer zu sehen, aber es ist auf allen Seiten von Schneeblumen umgeben. Das ist jetzt auch nicht überall. Von allen Seiten. Allen Seiten von Schneeblumen. Ah, guck doch mal einen an. Ja. Jetzt haben wir eins. Das ist wirklich ein gutes Versteck. Mal schauen. Jetzt haben wir aber alle vier. Das heißt... Puh, du hast alle meine Schafe gefunden. Herzlichen Dank. Du bist echt gut im Aufstöbern. Vielleicht kannst du meinem Papa helfen. Er sucht ständig neue Pflanzen für seine Sammlung. Besuche doch unsere Zelt, dann kann ich dich vorstellen. Wir leben auf der anderen Seite dieser Prärie. Folge einfach der Straße. Treffe dich dort. Ich muss nur noch meine Schafe zählen. Und schon wieder eingeschlafen. Was ist denn los? Einfach eine Karte ausgekackt. So, dafür haben wir jetzt... Oh. Nein, nein, nein. Bleib mal hier. Mehr machen wir mal hier hin. Und gehen wir weiter hier runter. Und natürlich noch ein Stück Karte. Erstmal das hier und die Flieger, die wir am Anfang gebaut haben. Oder? Meine liebe, süße Kato. Es war vielleicht eine Aufregung. Du hast bestimmt Angst, aber meine Enkelin ist stark. Und mach dir keine Sorgen um mich. Das Luftschiff ist in Ordnung. Das hat schon Schlimmeres überstanden. Die Menschen in diesem Land sind freundlich und exzentrisch. Ich weiß, dass wir bald wieder zusammen sein werden. Schließlich liegt es uns im Blut, einen Weg zu finden. Unsere räumliche Distanz mag noch so groß werden, aber du bist nie weit von meinem Herzen entfernt. Oh, und denk daran, alle herumliegenden Kartenteile aufzusammeln, die du siehst. Sie werden dir dabei helfen, deinen Weg in der Welt zu finden. Zieh jetzt los und hab Spaß dabei. Alles Liebe, Oma. Oh, der Oma geht's gut. Das ist alles, was wir jetzt wollten. Wissen wollten, ne? Aha. Ich hab's eine... Wenn du aufpasst, dann hat jede Pflanze ihren Rhythmus. Hör zu. Bum, bum, Kühlköpfe.
Hohlknöpfe, FP-Kopf, FP-Glock, FP-Glock. Kohlköpfe, Kohlköpfe. Hast du das gehört? Sie wachsen schon doppelt so schnell. Jetzt unterbrich mich nicht mehr. Ja, ein bisschen exzentrisch, da hat die Oma eindeutig recht. Aha, was ist denn hier los? Schüler, hör zu. Das ist ein Mondlotus. Er blüht im Mondlicht und vergräbt sich tagsüber im Erdreich. Wow! Das ist ein Bienenampfer. Er sieht ganz weich aus, aber wenn ihr ihn anfasst, verpasst er euch einen fiesen Stich. Oh, hallo da. Lass dich nicht von uns stören. Wir sind mitten im Unterricht. Suchst du vielleicht nach Mo? Das ist ein üblicher Heimweg. Folge einfach den kurvigen Straßen, dann wirst du sein Zelt sehen. Manchmal hält er aber auch am Fluss. Da kommst du entlang der geraden Straße hin. Oh, und sag ihm bitte, dass sein Schaf schon wieder in meinem Kohlfeld war. Okay. Ja, mal gucken. Hier haben wir ein gerades Stück. Machen wir jetzt einfach mal hier. Machen wir es mal andersrum. So, was sagen die Schilder denn? Gerade Straße zur Brücke. Gucken wir doch mal hier lang. Gerade Straße. Also wir haben ja die gerade Straße. Wie eigentlich? Du bist kurvige Straße zu Zelt. Moment. So, jetzt bauen wir mal hier ein bisschen was oben, ja? So, das ist jetzt eine kurvige Straße, ja. So, vielleicht könnte dann so mehr Teile einfach liegen haben müssen. Ich versuch's jetzt mal. Guck mal, wir haben hier nochmal. Guck mal, genau, wir haben gerade ein Stück. Das ist gut. Dann machen wir das doch erstmal. Ah, dich haben wir doch gesucht. Auf jeden Fall brauchen wir das Blatt hier. Störe meine Geheimmission nicht. Ich meine, meine ganz normale Aufgabe, über die ich auf keinen Fall reden kann. Hör mal, ich darf echt nichts sagen. Höchstens, dass ich nach der Flussquelle suche. Wir haben gehört, dass es unter den richtigen Bedingungen eine spezielle Pflanze auftaucht. Und es könnte sich um die Geisterlilie halten. Aber mehr darf ich nicht sagen. Kein Wort. Ich muss mit meiner Mission weitermachen. Ich bin so kurz vor dem Ziel. Keine Straße voraus. Was haben wir denn da unten? Da geht's auf jeden Fall zum Dorf. Nur mit dem Wasser irgendwas zu tun? Nee, im Moment auch noch nicht. Dann gehen wir mal zurück in das Dorf. Okay. Der hat eine Geheimmission. Wir müssen diese Wasserlinie finden. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ja, das ist ein bisschen langer Weg mittlerweile. Hätte ich jetzt irgendwie gern abgekürzt. Ich hätte es wahrscheinlich auch rüberziehen können, tatsächlich. Säcke voller bezaubernder Blumen. So. Du hast es geschafft. Ich wollte eine Runde schlafen, aber Penelope hörte nicht auf zu furzen. Bist du sicher, dass du ihr keinen roten Teufel gegeben hast? Wie dem es auch sei. Ich möchte dich meinem Vater vorstellen. Er sammelt Pflanzen aus aller Welt. Vielleicht kannst du mir helfen, einige neue Exemplare zu finden. Er ist hinter diesem Vorhang. Okay. Ein Vorhang. Was wohl hinter ihm steckt? Ah, okay. Crazy. Willkommen. Mein Sohn Mo sagt, dass du ihm bei der Suche nach meinen Schafen geholfen hast. Dafür gebührt dir mein Dank, junger Setzling. Oh, und nur nicht schüchtern sein. Wenn dieses Gras dann kommt, ist unser Freund. Mein Name ist Monka, der Mächtige, ein mächtig guter Pflanzensammler, um genau zu sein. Bam.
Ich reise mit meinen Kumpels oft in andere Grasländer, um Pflanzen zu erforschen. Wir tauschen auch Samen mit anderen Stämmen, damit sie jede Art von Pflanze anbauen können. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Arten. Erst gestern haben wir eine ganz neue Rose entdeckt. Wenn uns nur ein guter Name für sie einfallen würde. Aber genug von mir. Erzähl mir von deinem Grasland. Ja genau. Aber halt, sag kein Wort. Lass mich raten, wo du herkommst. So eine Robe hab ich noch nie gesehen. Bist du über den Ozean hier gekommen? Der Seetang in deinem Haar ist ein subtiler Hinweis. Ja. Aber von welcher Insel? Nichts sagen. Ich habe eine Idee. Oh, Monka, du cleverer Kaktus. Im Zimmer nebenan liegt mein Notizbuch. Es enthält eine Übersicht aller Pflanzen, die ich auf meinen Reisen gesehen habe. Schau es dir an und sage mir, ob du Pflanzen aus deiner Heimat kennst. Dann komme ich bestimmt darauf, wo du herstammst. Du hast Papas Erlaubnis, dein Notizbuch zu lesen? Du Glückspilz. Ja, hab ich. Ein dickes Buch, das mit handschriftlichen Notizen über verschiedene Pflanzen gefüllt ist. Tanzende Kiefer, ihr rhythmisches Wiegen im Wind erreicht manchmal angrenzende Wälder. Die Sauerkartoffel, es kann nur eine pro Quadratkilometer wachsen, nachdem sie alle Pflanzen in der Umgebung die Säure entzogen hat. Falschmoos, kein Moos, sondern ein Teppich aus Mini-Grashüpfern. Oh Gott. Kachelbeeren, sie schmecken furchtbar. Und viele weitere Einträge. Aber. Muss ich das dem sagen? Ja, habe ich gefunden. Hast du keine Pflanzen von dieser Insel drin gesehen? Wie ist das nur möglich? Aus welchem exotischen Land stammst du? Welche Art von Flora sprichst du dort? Ich habe keine Ahnung. Du bist wirklich etwas ganz Besonderes. Ich kann schon sehen, warum Mo dich zu mir gebracht hat. Vielleicht kannst du mir bei etwas behilflich sein. In jedem Grasland wächst eine einzigartige Pflanze. Bei uns ist es die geheimnisvolle Geisterlilie. Sie strahlt mit einem wunderschönen Licht. Doch sie ist so vergänglich wie ihr Name. Oh, du armes Mädchen, du bist wahrscheinlich am Verhungern. Und ich rede dir die Ohren über Pflanzen voll. Bleibst du zum Abendessen und übernachtest hier? Gerne. Wir können den Pflanzenplausch beim Essen fortsetzen oder vielleicht nicht über Pflanzen reden. Oh, Papa. Kannst du uns was zum Essen brutzeln? Mit einem extra Gedeck für unseren Gast? Klar doch. Würdest du mir in der Zwischenzeit einen Gefallen tun, kleiner Setzling? Uns sind gestern die Blühblätter ausgegangen. Ich habe Ganga gebeten, mir welche aus dem Wald zu holen, aber es ist schon eine ganze Weile weg. Kannst du bitte nach ihm sehen? Ich gehe derweil etwas an die frische Luft. Ich kann nicht zu lange von der Natur getrennt sein. Was war Ganga, muss ich jetzt... Habe ich das richtig verstanden? Ups. Moment. Also, das ist der Eingang, das andere ist der Ausgang, okay. Wer bist du denn? Hui! Dieser Wald riecht nach Onkel Ganga. So mal ein subtiler Hinweis, würde ich sagen. Okay, wer bist du? Schau mal da! Ich habe gesehen, wie Onkel Ganga in den Wald gelaufen ist. Habe ich noch ein Waldstück? Nee, gell? Aber jetzt. So natürlich. Ah, da sind sie. Da sind die Leute. Aha. Ich habe endlich die Flussquelle gefunden. Oh, es gibt schon Abendbrot. Wenn man Geheimnisse löst, vergeht die Zeit wie im Flug. Ich sollte wohl zum Essen kommen, aber ich kann es kaum erwarten, morgen den Fluss zu erkunden. Obwohl ich bezweifle, dass sie diesen kleinen Bengel mich gehen lassen. Würdest du Monka dieses Glühblatt von mir bringen? Danke. Ja. Machen wir das doch mal. Ist ja nicht so, als hätten wir es gerade weit. Ja gut, das war jetzt vielleicht der längere Weg. Ah, ein Glühblatt. Du hast anscheinend Ganga gefunden. Damit lassen wir jeden wissen, dass es Zeit fürs Abendessen ist. Tust einfach Pflanzen anzünden. Schmeckt wie das Flussbeet, hat aber das verführerische Aroma. Oh, ich kann klatschen.
Okay, jetzt schmeißen sie mich raus, weil ich außerhalb des Taktes geklatscht habe. Uff, ich bin pappsatt. Hat dir mein Präriekuchen geschmeckt? Bevor meine Mutter starb, zeigte mir sie, wie man ihn macht. Der Kuchen erinnert mich immer an sie. Nun ist sie bei den Sternen. La la la. Wie gefällt dir unser Gesang? Dieses ist das Lied des Wachstums, das wir in Harmonie mit dem Grasblatt singen. Papa sagt, dass jedes Land seine eigene Stimme hat, wenn man genau hinhört. Mama lehrte ihm, mit der Saat zu singen, und bald singt er es, bringt er es mir bei. Ich kann es kaum abwarten. Raus aus den Federn. Im Fluss ist etwas sehr Aufregendes passiert. Ganga hat eine blühende Geisterlilie erspäht. Alle machen sich auf den Weg dorthin. Komm mit! Ja, ich kann... Oh Gott, jetzt fange ich schon selber an, in dieser Stimme zu reden. Ja, ich glaube, das war doch jetzt mal ein guter Cliffhanger für die nächste Folge. Wenn es gefallen hat, guckt morgen wieder rein. Lasst ein Abo da, kommentiert, abonniert. Und alles, was sonst noch hilft. Also, dann bis morgen. Tschüss.